Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Vaporum. Jo, wir sind in Arx Vaporum mittlerweile angekommen. Sind hier auch zur Abwechslung mal einen Abgrund runtergesprungen, den wir runterspringen konnten. Ja. Wir haben zig Türen, also hier scheint eigentlich alles abgeschlossen zu sein. Hier können wir noch nicht rein, da brauchen wir einen Schlüssel. Da können wir nichts machen, da brauchen wir die Golem-Batterie. Ja. Gut. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Habt ihr einen Schlüssel, glaube ich. Und ja, hier brauchen wir einen Charged-Up Abrogator. Ja, ich habe eine leere Golem-Batterie halt. Da war ein Schlüsselloch, genau. Nur was ist die Key? Und hier war ein Silver Key, okay. Den Teleporter können wir immer auch nicht benutzen. Nö. Beziehungsweise wir können ihn benutzen. Tut uns das weh? Das tut uns weh, okay. Habe ich den... Ja, ich habe den Safe geladen. Okay, der Teleporter springt, tut weh. Haben wir jetzt gelernt. Gut, das heißt, es bleibt uns nur dieser Weg hier. Türe geht hinter uns zu. Okay, Weg geht in zwei Richtungen. Oh, hier ist erstmal... Der ist schon mal sehr schick. Elite Aim Stabilizer. Jo. Und Munition. Gut, das hätten wir schon mal. Was ist die Key? Imperial Pistol. Ah, und ein Alloy Dagger. Das Transporter Generator Room. Dark Sopom Office. Der Transporter Generator Raum ist nur betretbar. Oder der Zugriff auf den Generatorraum ist nur erlaubt an die Leute, die eine Erlaubnis von Chief Officer Markus Weick haben. Fragt nach der korrekten Dokumentation und dem Schlüssel in seinem Büro unten. Muss ich jetzt einfach ganz zurücklatschen? Auf jeden Fall habe ich jetzt den Rusty Key schon mal. Oh, da geht's auch runter, okay. Und ja, ich leg mal den Hessmess-Anzug und das Ding hier ab. Da geht's... Das ist einfach nur eine Treppe. Wo führt die mich hin? Ach, der Bereich sieht schon mal wieder sehr unschön aus. Rot und alles. Ah, Office. Da waren wir ja schon. Oh, fuck. Nein, ich will hier noch nicht hin. Ich will mich erst oben weiter oben sehen. Da gab es ja noch einen Weg. Also ja, ich kann hier runter ins Office oder ich kann hier weitermachen. Was sagt eigentlich mein Fumium? Ah... Ja, noch 180, wenn ich mich nicht verrechne. Knapp 180, 179. Also 170, da sind wir bei 5201 und noch 9 drauf. Ja, dann können wir endlich mal
denke ich, hier was ordentliches freischalten, außer ich will das Blocking nochmal increasen. Das ist lustig. 75% Retaliation Damage, das heißt, ich werfe 75% des Schadens auf den Gegner zurück. Das wäre natürlich was Schickes, aber allgemein besser zuzuhauen oder so wäre auch nicht schlecht. Wobei mich das hier am meisten reizt gerade, also der Fomium, die Fomium-Armatur, dass ich einfach immer viel aushalte, mehr oder weniger. Großer Raum. Großer Raum, in dem nichts passiert, wirklich. Au. Warum habe ich das Gefühl, dass du nicht das Einzige bist hier? Okay. Sag bloß, die Kanone kann mich taunten. Wow. Ja, die Kanone tauntet mich. Das war der falsche Knopf. Hi. Oh. Okay, Hans ist böse. Aber jetzt komme ich da nicht weg, weil da die Kanone im Weg steht. Stirb, Hans, genau. Jetzt stirbt Kanone. Ja, die will nicht sterben. Ah doch, sie wollte sterben. Danke dafür. Eine Truhe. Big Robot Mirror. A mirror was to redirect rays. Also ein Spiegel, um Strahlen umzuleiten. Oh, was Neues von Sophie. Ich habe den großen Roboter zu meinem Freund gemacht. Er haut böse Männer, aber spielt mit mir. Sophie Reich. Okay. Ja. Ja, das wollte ich eh mal sagen. Ein bisschen erinnert mich das ja schon an Bioshock. Sophie ist ein kleines Mädchen mit einem Teddybären auch noch, die von einem großen Golem beschützt wird, der einem Big Daddy ähnelt. Ja. Tauma Test Chamber. Unglaublich. In was wir hier erreicht haben in den letzten 3 Jahren, dank des Fumiums, ist erstaunlich. Die Teleportationstechnologie kann jetzt als stabil und sicher angesehen werden. Ein bisschen Schluck auf hier und da, sicher. Aber nichts, was nicht über die Zeit behoben werden kann. Mrs. Wright, Mr. Crawl und ich haben mehrere Testkammern aufgebaut, die mit dem Zentralhub verbunden sind. Die älteste, die wir erfolgreich und sicher verbunden haben, ist zum Testen von Headset-Empfängern oder Sendern. Einige besondere Leute, Mrs. Wright eingeschlossen, haben
signifikante Schritte vorwärts in der Forschung der Veränderung der Hirnkraft. ja, mal so grob übersetzt, erreicht. Erstaunliche Zeiten, oder... Ja, erstaunliche Zeiten. Kombination 101001. Ist das der Teleporter im Main Room? Zufällig. Das hier sieht übrigens komisch aus. Genauso wie das hier, aber... Ist dahinter was? Ich kann es schlecht einschätzen. Dahinter ist auf jeden Fall eine Truhe. Kann ich was dahinter werfen? Ach, da ist ein... Okay. Da ist eine Druckplatte drunter gewesen. Die hat was aufgemacht. Ein Secret. Sehr schön. Elite Drainer. Energiekosten. Doomguard Defender. Plus 150 Integrity. Reduces Damage from the Front Side. Block Chance. Block Amount. Der ist nicht schlecht. Ist halt die Frage. Ich kann leider nicht in zwei Sets dasselbe tragen. Und die Frage ist, ob ich den Drainer benutzen soll. Ich nehme mal den hier hin. Jo. Okay, damit war es das wohl hier. Ich hätte aber gerne meinen Stein wieder. Das heißt, damit sind wahrscheinlich die Knöpfe hier gemeint mit der Kombination, weil es müsste eine sechsstellige Zahl gewesen sein, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Aber wie gesagt, ich kann die Dinger noch nicht betätigen. Ja, Transporter Generator Room. Das heißt, ich muss die wahrscheinlich da erst einschalten. So, das heißt, mir bleibt eigentlich keine andere Wahl, als ins Arx runterzugehen. 15% Integrity Regeneration. 15% sind... 10% sind 216 im Augenblick. Das würde ich gerade mal so regenerieren. Das heißt, ja... Der lohnt sich auf jeden Fall. Doomguard Blaster, der bringt mir nichts. Also landet das alles mal draußen. Die brauche ich, die ist wichtig. Manipulator. Na, mal sehen. Theoretisch müsste ich mit dem Ding jetzt hier unten gut was absaugen können. Oh Mann. Das ist mies. Oh, das ist noch mieser. Oh, du kannst so bis dahin spucken. Das ist gut.
Da, ich kann ihr Leben entziehen. Oh Mann. Das finde ich jetzt echt nicht so gut. Ich lade doch ein bisschen nochmal neu. Sind sie jetzt eigentlich alle schon frei? Hau. Okay, gegen zwei komme ich an. Ich muss nur aufpassen, dass mich der Kerl hier nicht runtertritt. Au. Das könnte wehtun. Tut's auch. Der ist schon mal weg. Wow. Oh. Einfach mal auf irgendwas schießen. Du brauchst 215. Da warte ich mal, bis du nachgeladen hast, bevor ich die nächste Klappe zumache. Au. Okay, es wurde wieder ein Spocker befreit. Au. Okay. So, du bist weg. Du bist dann eigentlich leichtere Beute. Edge. Okay, Munition. Oh, und ich habe beiden Level up. Also spare ich mir doch lieber das Repair Pack. Edge. So. Level up. Das kann ich genau gebrauchen. Und ja, ich wollte Integrity und Resistance. Oh, das ist mal Lebenspunkte. Das ist tot. Scheiße. Jetzt spuckst du auf einmal, ach so, weil der hinter mir noch gespuckt hat. Au, au, au. Ich versuche erstmal die Viecher wegzumachen. Auch wenn das ein bisschen Munition kostet. Weil sie zum Beispiel auch, dass du hier sterben kannst. Ich muss nur hinter mir aufpassen. So.
Damit habe ich den da freigelassen. Mit dem komme ich aber klar. Au. Mit dem Schuss in die Fresse jedoch nicht. Wow. So. Dann machen wir das nächste auf. Und lassen damit dich auch gleich frei. Das ist nicht so schön. Au. Oh. Danke fürs Sterben. War nett. Hier entziehe ich Leben. Auch wenn das nicht so viel bringt.